diese Vorbildfunktion eines erfolgreichen Sportlers, die ist so stark und die ist so wichtig. Und ich habe das eben selbst gespürt und erlebt. Und ja, sollte dann doch alles anders kommen bei mir. Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Klar sind wir auf dem Pass Italienerin und ich fühle mich auch als Italienerin, aber ich fühle mich noch mehr als Südtirolerin und das ist der große Punkt. Ach, wir Südtiroler sind sowieso die lockersten Typen überhaupt. Nein, wir können da sehr, sehr frei drüber sprechen. Klar, Heimat ist ein wichtiges Thema, Identität ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Auch Sprache, spreche ich Dialekt, spreche ich Hochdeutsch, habe ich eine leichte Färbung? Das ist jeden Tag eigentlich ein Thema bei mir. Ja, es ist schon interessant, weil, stimmt schon, ein Südtiroler in Süditalien ist il Tedesco, also der Deutsche. Und ein Südtiroler in Deutschland ist dann gleich mal der Tiroler irgendwie, also so eine Art Österreicher. Oder viele Deutsche können es nicht immer so ganz konkret zuordnen, wo das jetzt genau liegt, weil man ja die Landkarte nicht immer perfekt im Kopf hat. Was kann ich euch über Birgit erzählen als Skirennläuferin? Als wir klein waren, waren wir immer sehr viel zusammen unterwegs. Zusammen sind wir auf die Seiser Alpen gefahren, zum Skifahren, haben viele Rennen zusammen bestritten, Trainings und auch sonst viel Zeit zusammen verbracht. Sie war immer sehr engagiert, hat immer das Beste gegeben, wollte sich immer verbessern und hat auch sehr gute Resultate gefeiert. Aber leider ist dann eine Verletzung gekommen und sie musste ihre Karriere beenden. Schade. Aber ich glaube, sie hat jetzt trotzdem einen Weg gefunden, dem Sport nahe zu sein, eben auf der anderen Seite des Mikrofons. Und das hat sie sicherlich erreicht, weil sie früher auch schon immer in der Schule die Beste war, die Klassenbeste. Ja, wie schlecht ich teilweise auch war im Skifahren. Also natürlich immer verglichen mit ihm, weil wir wurden ja immer gestoppt quasi in jedem Training. Und er war immer um, keine Ahnung, 5 Sekunden schneller oder sowas. Und das habe ich nur sehr gut in Erinnerung. Und waren auch Banknachbarn und Turnunterricht war immer so ganz das ganz große Thema, weil immer im Völkerball, ja, war immer so das Thema, wer mit Peter spielt, weil der so einen wahnsinnigen Wurf drauf hatte, der wird gewinnen. Und das war immer so das Thema. Und ja, keine Ahnung, was ich mir erwartet habe. Also wir haben viel erlebt und ja, eine schöne Überraschung. Wow, hätte ich mir nicht gedacht, dass er sich jetzt hier meldet bei euch, bei uns.